Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro P. Entschuldige. Excuse me? Du da direkt vor mir landen werde ich hier. alles klar. Und wir begrüßen euch zurück zu Raft. Mein Name ist Daniro P. Wir begrüßen euch zurück zu Raft. Ja, ich bin Battle Mario Master. Dankeschön. Excuse me? Habe ich so aus dem Konzept gemacht, dass hier direkt einfach vor uns hier gelandet ist. So, dann gehen wir mal wieder weg Richtung Abenteuer. Ja. Setz die Segel! Los geht's! Hey, Daniro, kannst du mir helfen? Ich glaube, ich habe auf das Floß gekotzt. Nicht auf unser Floß, Mann. Ja, ich will... es tut mir leid, du hast so heftig hergesprungen, da habe ich echt auf das Floß gekotzt. Ja, ich will mal versuchen, wieder auf dem blauen Ding hier hinzusteuern, obwohl er wahrscheinlich wieder nicht funktioniert. Ja, klar. So, ich sammle jetzt hier das ganze Essen ein, das kommt jetzt wieder in die Essenskruhe, wo es hingehört. Ich glaube, da müssen wir in die andere Richtung, ne? Ich weiß nicht, ob das hier vorwärts ist. Also verhungern werden wir auf keinen Fall. Wir sind in die Richtung. So. Nee, das sowieso. Bist du bereit für neue Abenteuer? Ja, mal gucken, wo wir hin kann. Ja. Machen die Motors überhaupt irgendeinen Unterschied? Auch wenn das nicht so... Ja, die Motors, wenn dann die Motoren. So. Tun die wirklich gar keinen Unterschied, Mann? Ich hab noch ein paar Ideen. Okay, ich versuche mal zu zählen. Ich tue mich jetzt wortwörtlich hier hinsetzen und mal zählen, wie viele Platten wir haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, hab ich jetzt schon keinen Bock. Kein Bock. Ich glaube, wir bauen aber mehr als zwei Motoren, weil. Guck mal, wie sie das bewegt. Das sieht irgendwie nicht so gesund aus. Nee, das sieht alles aber nicht gesund aus. Also bringt das nichts, hier die anzumachen erstmal. Ich nehme an, wir bauen für jede 100er Platte bauen wir einen Motor. Ja. Das heißt, das kann noch ein bisschen dauern. Ich werde mal zwei neue Mangobäume pflanzen. Kannst du die eben wässern? Dankeschön. Ja. Ich habe nämlich tatsächlich noch ein paar Dekorationsideen. Dann mach das. Ja, aber dafür brauche ich Planken. Okay, ich bin fertig mit meinem Turm. So weit wie möglich, also... Kann sich austoben jetzt. Oh Gott. Oh Gott, ich wäre beinahe schon wieder da reingeflogen. Ich muss so ein Notfall-Ding hier vorbereiten. Weil ich da wieder reinfalle. Einmal Wolle, zweimal Wolle. Das ist ein Ei. Und ich laufe immer noch hier, ja, hier vor der Gegend. Ja, und weißt du warum? Warum? Weil ich eine geile Lederweste trage. Ja, alter Schwede, wir müssen die Ladung abwerfen. Das ist ein Knabbern, du bist auch. Boah, Leute. Ja. Juhu, ein Hoch auf die magische Miesmuschel. So, ich guck mal, ob ich ein paar Lampen noch irgendwo platzieren kann. Ich platziere die. Ne? Was brauchen wir dafür? Schrott und Glas. Ja, die können wir ja. Das können wir ja entbehren, ne? Das sind da keine Planken. Ja, aber. Es ist... Nein! Es ist schon wieder passiert. Was machst du denn? Also müsstest du aber wissen, dass da ein Loch ist mitten in unserem Floß. Na, warum ist da überhaupt ein Loch in unserem Floß? Okay, wir brauchen mal so ein zweites Lager für... Für so diverses Zeug, wo wir nicht wissen, was wir damit machen sollen. Ich brauche dringend Planken.
sind welche in dem Dings denn? In den Netzen. Eine Einzahl. Wow. Eine Planke. Das reicht mir leider nicht. Ich brauche noch zwei weitere. So. Alles klar. Ich platziere mal ein paar Lampen hier noch. Oh, bauen wir noch ein bisschen Licht. Oh, hier weiß die Insel schon entfernt ist. Scheiß Headbanger Vogel, ey. Ah! Aber was für eine Aussicht von hier oben. Ich lande in die Badewanne. Ja, geh in die Badewanne. Nimm keinen Fallschaden. Von der Entfernung. Von der Höhe. Was zum Teufel? Ich überlege gerade, wo ich die Lampen eben packe. Die sind ja eigentlich schon überall hier beleuchtet. Wenn ich mal fragen darf, wie kommst du überhaupt auf diesen Turm rauf? Mit der Leiter. Ach so. Du musst nur auf Vorsicht aufpassen, dass du nicht da reinfällst, weil sonst kommst du ja immer raus. Ach was, dann mache ich einfach den Turm kaputt. Bah. Gott, ich bin der König der Welt. Bürgel in V-Formation. Geh weg! Niemals. Ja, ich dachte, so kommt man eher an die Vögel ran. Da kommt man da hinten, da sieht man den Hai. Hey, auf mich zu schnappen. Yay. Boom. Sind wir nicht fertig? Sehen so fertig aus, die Dinger. Mit dem Leben. Dringend Planken. Wir müssen auch eigentlich mal wieder Loot finden. Ja. Wir gehen ja schon in eine Richtung. So, ups, jetzt habe ich. Ja, bist du denn sicher, dass du weißt, wo wir hin müssen? Nee. Das wollte ich hören. So. Muss jemand geschert werden? Schnipp, schnipp. Nein, schade. Ja, und das ist so, das ist deine Geschichte. Naja, eigentlich meine Geschichte. Genau. So, wow. Dieses Lama. Ach, guck mal, da ist schon wieder eine riesige Insel vor uns. Die weit nach oben. Wow. Wenn wir da noch genügend Holz finden, ey, das wäre super. Ich könnte das gesamte Floß verbessern. Und ich habe schon den Screecher gesehen. I guess thanks for the light. Weiß nicht, wie ich die sonst hinpatzieren soll. Ah. Diese Insel soll erobert werden. Ja. Von uns mutigen Matrosen. Steuere drauf zu. Ich paddel da schon mal hin. Alles klar, das bloß hinter die Felsen. Ah ja, das Schiff hinter die Felsen. Mein Paddel ist kaputt gegangen, Sir. Meine Sorge, wir gehen darauf los, glaube ich. Du glaubst. Du hast keine Ahnung, oder? Ja, genau, das Ding bewegt sich, nehme ich an. Hier, Rosanna, steuere das Schiff hinter die Felsen. Oh ja, das Schiff hinter die Felsen. Da geht gemein. Super, mein ich auch nicht mehr. Weiß nicht, was weh. Da ich nichts mehr hier. Hm.
So, jetzt sind wir fast da. Oh, okay. Da. Mein Gott, da geht's hoch. Ich werf den Anker. So, wir sind nah genug. Ja. Schlafen gehen. Ja. Schlafen gehen. Mal ein paar Wände hier oben abgerissen, die uns hier die ganze Zeit im Weg sind. Ich lande immer noch oben hier. Boah. Nervtötend. So. Ich bin bereit, auf Abenteuer zu gehen und es diesem Screecher heimzuzahlen. Auch wenn er uns nichts getan hat. Aber er will uns ja was antun, irgendwas. So, habe ich eigentlich noch. Irgendwie gehen mir gar nicht die Pfeile aus. Ja, irgendwie nicht, ne? So, hier ist noch eine fast angekratzte Schaufel. Ich nehme die mal mit. Ne? Mhm. Hier ist auch noch ein Schrotthaken. Den nehme ich auch mal mit. Trinkglas, Sauerstoffflasche ist ja auch noch. Die Sauerstoffflasche kannst du da drin lassen. Ja, ja. Oh, also. Stirb. Was? Daneben. Hä? Mein Gott. Schießt du schon auf den Screecher? Nee, auf die Taube hier. Ach so, Möwe. Die Möwe. Ich muss hier dringend ein paar Bäume finden. Das würde ich so ein Mikrofon in der Hand halten, wenn ich so eine Hühnerkeule in der Hand halte. Ja. Das ist dein Mikrofon, Daniro. Dein Mikrofon. Ja. Du bist ein Popstar. Okay, ich bin fertig. Ich habe alles Mögliche dabei. Ist gezeichnet. Ich nehme noch einen Haufen Melonen mit, nehme ich an. Ja. Hey, du Screecher, komm her! Attacke! Boah, ist das hier am Wackeln? Scheiße! Eben! Wo ist er denn? Zweimal! Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Da landet er! Da landet das Missvieh! Wo seid ihr denn? Ich sehe euch gar nicht. Ah! Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Ich bin oben. Schon oben, okay. Ja, ich bin schon hochgelaufen. Ah, ich sehe ihn. Da landet er gerade. Sagt auch, dass wir ihn hinterher springen wollen. Nein. Ja, manchmal schießt mein Bogen hier, bevor ich irgendwie. Oh, hi, Daniro. Hallöchen. Hi, na? Ich hab gehört hier. Ist Creature Jagd? Stop. Ja. Nee. Oh, ja, jawohl. Getroffen. Oh, gut. Hey Screecher, du bist scheiße. Du kannst nix. Wo ist er denn jetzt? Scheiße, wo ist er? Ich sehe nicht. Ja, bei uns, ne? Mr. Screecher, ich hab's nicht so gemeint. Eigentlich doch. Aua! Eigentlich doch. Hast du jetzt gerade gelacht? Ich habe nur über das Karma gelacht, ja. Hier bestimmt ein Warzenschwein irgendwo, ne? Was ist das? Also das ist eine Blume. Falscher Alarm, war nur eine Blume. Na, wo ist er? Da ist er. Aua! Nein, du Daniro. Also, ich habe ihn noch gerade gesehen hier irgendwo. Wo ist er denn? Jetzt habe ich ihn verloren. Ich habe ihn in einem kleinen Winkel gesehen. Genau über mir geflogen gerade. Komm mal runter. Nein, daneben. Komm her. Ein bisschen tiefer. Nein, daneben. Nein, er hat mich getroffen. Ich bin gleich tot. Ja, mit uns Heilsalbe. Hast du noch eine? Stimmt, hast recht. Danke. Oh, thanks for that. Fertig, Heil.
I already forgot about that. Ah. Gut. Wo bist du? Du scheiß Creature. Komm her. Ja, lande mal. Nein. 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 Ja. Nein, ich habe daneben geschossen. Ich war auch schon voll dann, voll auf daneben. Das land mal genau wieder da, wenn es geht. Oh. Yes. Ist er tot? Sehr gut. Ist er tot? Wo ist er hingefallen? Ja, da kümmert sich schon darum, ne? Ne, der lebt noch. Ja, der lebt noch und ich bin gerade runtergefallen. Meine Güte. Dann irgendwo da. Ja, perfekt. Nein, nicht da um die Ecke, da sehe ich dich nicht. Boom. Er ist tot. Ne, ist er nicht. Was denn jetzt? Ja, oder nein? Er ist einfach nur durch den Boden gedüst hier. Ah. Wo ist er denn? Wenn ich jetzt da wieder hochkomme, dann mache ich Vogelfutter aus dem. Ah, der war direkt über mir. Und da ist er. Mein Gott. Was ist los mit dem? Er ist besoffen. Ja, er ist. Ah. Wow. Wow. Du siehst mir auch. Was bist du denn? Was ist los? Und du bist ein Lama. Some look different. Capture a rare animal. What? Some look different. Capture a rare animal. Oh mein Gott. Ich habe ein seltenes Tier gefangen. Ja, zeig mal. Hm. Kümmer du dich erstmal um den Screecher. Ich bringe erstmal das Tier nach Hause. Ah. Hm. So geil gewesen, wenn ich den getroffen hätte. Ja, komm hier hoch. Ja, du nicht. Du nicht. Er ist tot. Du nicht. Diesmal wirklich. Hast du ihn getötet? Ja. Oh, komm her. Feder. Großes Klügelfleisch. Schenkel. Metallfleisch. So, aber komm, das ist ein besonderes. Das bekommt auch einen besonderen Namen. Du bist ja in oben? Ja. Nein, ich bin auf dem Floß. Also. Los, ich habe gerade ein seltenes Tier gefangen. Ich dachte, komm mal bitte zurück zum Floß. Ja, erstmal gehe ich jetzt hier oben hin. Wenn ich schon mal hier oben bin. Hier noch alles looten. Gucken, was hier so noch ist. Gut, kann ich mich eben selber drum. Was ist hier oben wieder der Handelsposten? Hier sind immer Truhen und so. Hier ist auch noch ein Lama. Ah, scheiße, jetzt ist auch noch. Jetzt ist eine Ziege ausgebrochen. Nee. So. Erlegt. Das ist gar nicht so schlecht, dass ich jetzt gerade wieder auf dem Floß bin. Kann ich mich nämlich erstmal wieder eben wieder aufheilen. Schöne Musik hier. Eine coole Rezept, einfacher Smoothie haben wir schon. Das haben wir schon. Bleib ich direkt weg. Flieg. So. Und jetzt komme ich hier auch wieder nach oben. So. Oh, lass mir ja ein paar Bäume übrig. Niemals. Ganz da oben brauchst du nicht mehr kommen. Dann bin ich schon gleich fertig. Mit allen. Du bist ein Aasgeier, bist du. Bist ein kleiner Aasgeier. Da wird doch nicht mehr weiter hier den Weg hochgehen, ne? Kannst du nach unten gehen, wenn ich hier oben als abkassiert. Auf alles alleine abzukassieren. Oder muss ich dir immer wieder dran erinnern, wie wichtig es ist zu teilen? Benutzt die Platten. Ja, wir teilen einfach alles. 18 durch 9, 13 durch 5, 16 durch, durch 7, 16 durch 5. So, warte mal hier, noch eine Kiste. Rezept. Mangonana. Mangonana, das haben wir nicht. Alles klar. Nimm es mit.
Nett. Aber hey, ich habe ein seltenes Tier gefangen. Ja, sprich mir gleich mal an. Und hab dafür sogar ein Achievement bekommen. Ich habe das auch bekommen. Damn. Weil wir ein seltenes Tier gefunden haben. Nein, ich habe es gefunden. Das war so gut, dass wir es gefunden haben, ey. So, wo bist du? Sieh durch diesen ekelhaften Typen an, ey. Boah, da wird mir gleich schon wieder schlecht. Und wie das Fluss vom Weiten aussieht, ey. Aber ey, hier, zumindest finde ich jetzt irgendwie mal ein paar Bäume. Ja. Wo bist du? Da ganz unten ist ein Warzenschwein. Ich kümmere mich mal darum. Solange es mich in Ruhe lässt, habe ich kein Problem damit. Ich will jetzt hier einfach nur in Ruhe hier diese ganzen Bäume hier lüften. Erstmal gechillt den Berg runter. Gleiten. Während ich eine Melone futter hier. Oh, ich sehe ein Dodo. Ich habe dem Feuer ins Gesicht geschossen. Na komm. Ich könnte versuchen, es zu fangen. Ich habe noch 2 Schüsse übrig. Ah, da hinten bist du. Oh, und ich sehe noch einen Lama. Ja, ich sehe dich. Was ist denn mit dem Lama los? Ey, noch ein Lama. Okay. Und ich habe da Warzenspann gerade erledigt. Ey, du hast 10 Warzenschweine getötet. Und wir haben natürlich 10 Warzenschweine getötet. Warte, ich habe das nicht bekommen. Ich habe das schon bekommen. Ich muss hier wegwerfen, das hier. Alter Niro. Hallo, Lächeln. Hallo. Hallo. Kannst du mal die Sachen, kannst du mal die Sachen hier aufnehmen? Ich bin voll. Ich hatte schon wieder ein Lama. Ja, nimm das Lama mit. Wo ist er denn? Hä? Aber ich habe es doch gerade abgelegt. Ja, ist er jetzt weg wieder? Nein. Was? Was? Oh, er hat direkt die eine Sekunde ja zur Flucht genutzt, ey. Ja. Diese eine Sekunde hat es zur Flucht genutzt. Aber hey, du kannst jetzt immerhin dann mal das seltene Tier ansehen. Ja, ja. Dann mach ich doch mal. Und ich müsste auch tatsächlich neue Munition machen. Ich habe nämlich nur noch einen Schuss. Ja, wir haben da noch welche, glaube ich, im Lager, oder? Ja, also. Ein explosives Dings habe ich hier jedenfalls noch gesehen im Lager. Ja. So, Bonk, meins. Meins. Meine Planke. Ja, ich bin mal gespannt, ob du das andere, das seltene Tier, entdeckst. Ja, lass mich erstmal hier alles einlagern. So, wir haben 3 Planken. Dinger für den nicht. Ja, ich habe jetzt auch wieder ganz viele Planken. So, jetzt brauche ich noch Nägel. Ja, aber dann komme ich mich gleich. So. Ich muss es erstmal wieder Platz schaffen. So. Ich wünsche, man könnte mehr sagen. Oh, neue Tiere! So, zeig mal. Ist es schon in der Farm drin? So, oh ja, das sieht schon anders aus. Weihnachten. Es hat schon den. Wolle. Ja, hier hast du auch schon gesehen, wie es heißt. Nee. Wie heißt es? Minky. Alles klar. Königin unter den Lamas. Ja, wirklich. Vor allen Dingen hier. Dies Lama und das hier. Die ist ja wirklich viel größer. So, und du kümmerst dich jetzt mal bitte um die Tiere. Los, bewässern. Ich muss neues Zeug machen. Jetzt mal Mangonana hier platzieren. Da. Mann, du bist jetzt für die Tiere verantwortlich und das wäre ich dir. Das ist jetzt keine Bitte, das war ein Befehl! Oh, dafür kann man Milch benutzen. Mango, 2 Bananen. Bananen? Ach. Denn das haben wir noch gar nicht. Wo sollen wir die denn herkriegen?
So, ich gehe schon mal weg, ne? Wir sind ja fertig, oder? Ja, ich denke mal schon. Dann, Bohrfische brauchen wir jetzt nicht wirklich, ne? Kannst du mal den Anker wegpacken? Muss mal kurz her. Boah. Ja, noch ein bisschen. Ich will in die Richtung von dem blauen Ding da. Alter! Ja, wir gehen jetzt einfach random irgendwo hin. Funktioniert und sowieso jetzt nicht hier mit den blauen Dingern, ja. Ich weiß nicht wieso. Ich versuche jedes Mal die zu suchen, aber bringt nicht. Noch ein bisschen nach rechts. Na, noch ein, ja, weiter. Noch ein Stück. Und halt. Keine Bange, Captain. Die paar Kratzer bauen wir wieder aus. Ja. Ja, kommt raus, wenn ihr euer Sprichwort hört, ne? Ja, vor stundenlang wirst du nun gequält sein von immer wiederkehrenden Albträumen mit meinen gruseligen Geisterpiraten. Okay. War das unser Stichwort? Und dann fangen Sie lieber nochmal von vorne an. Immer wiederkehrende Albträume mit meinen gruseligen Geisterpiraten. Ach, der das nur. Ich glaube, wir können noch ein paar Wiesen hier platzieren. Ja. Hier. Geht wieder zurück aufs Schiff. Wo findet man die Dinger? Wiesen findet man unter Nahrung. Die waren ja alle unter Anbauf und Nahrung war Wasser, Anbauflächen, da findet man das. Ja, aber wir haben noch Platz für zwei von den Dingern. Ja. Deswegen Schmutz, Planke und Kunststoff. Ja, ich muss hier eben ein bisschen mein Inventar sortieren. Schmutz, Dings. Ich habe noch Leder, das kann auch noch weg. Schmutz haben wir genug, nee. Ne? Ja. So. Aber ich fange jetzt nämlich an mit meinem großen Plan. Ja. So. Ah, und diesen Plan werde ich dir nicht verraten. Muha. Oder wie Bowser sagen würde, guhahaha. So, davon brauche ich eine Menge Nägel. So, jetzt haben wir eine Menge Grasflächen hier. Jetzt haben wir 10 Grasflächen. Wenn die das hier so schnell wegfuttern, dann weiß ich auch nicht. So, ich habe mich aber jetzt erstmal hier ein paar Nägel erstellt. Jetzt, ey, und hallo Fass. Ich nehme ich mit. So. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Okay, was brauchen wir denn hier? Da haben wir es ja. Habe ich keinen Palmsamen davon bekommen? Buh. So. So. Na, also viele Planken wieder hier. So, ganzen Wasserdinger sind leer. Also was? Ich platziere mal einen davon hier in der Nähe von den Dingern hier. Lass nur eine kleine Insel. Egal, die bauen wir nicht mehr. Wir bauen nur noch große, dann das heißt nur Spielzeug für uns. Perfekt. Was gehört wieder Materialien? Ausgezeichnet. Wunderbar. So, was hast du gebaut? Ich hab's gehört, irgendwas ist platziert worden gerade. Und perfekt. Was? Komme er her, dann in die Bude, dann sehen Sie es. Ja, eine Sekunde, ich tue noch meine Sachen einlagern. So, den falschen Knopf. So, dann und dann so voll ja schon wieder, aber jetzt geht das Schrott aus. Ja, ich habe ein bisschen Schrott gebraucht.
Oh, wir kriegen jetzt so viele Sachen wieder hier. Boah. Boah. Wo bist du? Hier oben. Was hast du gemacht? Tada! Also. Bilder. Da ist ein Bild. Wer sind die Leute alle? Da ist noch ein Bild. Oh, schön. Und da ist noch ein Bild. Oh. Ich hab dir auch eins hingehängt. Ah, oh, danke schön. Ja, war, weißt du warum? Weil ich so ein netter Typ bin. Von dem Hai. Ja. Wenn das erste ist, was ich sehe, wenn ich aufwache. Ja, das erste, was du siehst, wenn du aufwachst. Loot! Mein ja, Loot! Oh, wie viel da ist. Meins. Ja, meins. So. Schon mal ein gutes Zeichen. So, jetzt haben wir einen da. Na komm, meins. Bäh. Okay. Ich werde mein ganzes Zeug einlagern, was ich da gefunden habe. Ich muss da einfach mal ein paar Bilder machen. Von unseren Abenteuern. Ja, richtig so. So. So viele Planken wieder. Bin ich nah genug dran? Moment mal, warum stehen hier nur zwei Reiniger? Ich hab doch hier drei hingestellt. Ja, einen habe ich dabei im Bäumen mal hin platziert. Alter, ich habe das Ding gerade erst dahin platziert. Da kommt der und direkt und futtert das schon wieder weg. Gut, dann mache ich eben noch einen Reiniger. Ist ja nicht so, als ob es schwer zu machen ist. So. Zwei Fässer. Oh. Alter. So. Du kommst hier hin. Und du auch. Oh, ich glaube, das mache ich auch. So. Ja, damit. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Okay, Moment. Brauchen wir denn mal den fortgeschrittenen Reiniger? Kann ich sogar erstellen. Alles da. Sehr gut. Oh, wir finden wieder ein geiles wie das Schiff letztens. Ja. Wir müssen mal diese Inseln finden, wo es ja Bienen gibt. Irgendwie. Ja. Irgendwie gibt es noch eine ganz andere Art von Inselform, die man noch gar nicht gesehen hat. Hattest du mir erzählt. Ja. Irgendwie so orange. Sehen aus wie so Herbstinseln irgendwie. Vielleicht müssen wir mal warten, bis es Herbst wird. Wir sind ja erst irgendwie 100 Tage hier. Da hat jemand Bock. So, ich lage jetzt mal alles hier ein, mein Gott. Alles, was ich finde. So. Ja, denn. So, rein da. Dann da rein. Da rein, was hier drin, Fische. Ah, wunderbar. Ich habe noch einen Motivationsspruch hingehangen. Na gut, den wirst du niemals finden. Dann soll ich werde dir nicht. werde dir nicht sagen, wo ich diesen Motivationsspruch hingehangen habe. Werde ich dir niemals sagen. Du musst jetzt die Motivation selber finden. Du musst die Motivation selber finden, um motiviert zu werden. Ja. Finde den Motivationsspruch, damit du motiviert bist. Finde den Motivationsspruch. Finde den Motivationsspruch für ganz viele Glücksgefühle. Ja. Hast du denn jetzt schon Glücksgefühle? Ja. So, ich tu mal hier
noch ein Ding hinballern. Ja, das wird jetzt Daniros ultimative Aufgabe sein, den Motivationsspruch finden. Wo ist mein Schrott? Oh Gott, die letzten drei Schrott. Ich glaube, ich hab ein bisschen zu viele Nägel gemacht für die Bilder. Hm. So. Dann legen wir mal da eins hin. Boom, boom. Ja, so viele Sachen hier drin. Und hast du schon die Motivation gefunden? Ich bin ja gerade am Lagern, ich kann gerade nicht. Da, jetzt tue ich mal eine Kiste für all unsere Batterien. Ich glaube, dass die hier auch so langsam leer ist. Und nicht. Ja, die ist leer. Ja, die ist leer. Machen wir eine neue. Ganz hier. Ich hoffe, man kann die wieder auffüllen. Oder irgendwie, ich meine, die kann man irgendwie auffüllen. Oh, wieder so viele Planken! Planken! Hier waren noch welche. Wo? Hm? Die habe ich da reingepackt. Was? Es sind aber noch mehr Planken. So, Palmblätter haben wir wieder voll viele. Ich pack die mal in die Presse rein schon mal. In die Presse? Warte, ich pack auch was rein. Steine. So. Einfache Batterie, Kupferbahn und Schrott. Na, Schrott haben wir nicht. Glaube ich, ich glaube, ich habe wirklich ein bisschen zu viel für die Bilder gebraucht. Ich habe einen Nagel. Ja, kein Wunder, wir haben so viele Nägel, deswegen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, wenigstens können wir wieder ja Zeugs machen. In der Nähe von der Insel irgendwo. Ne. Sehe keine. Ich geh mal zum Turm. Gerade was in die Presse werfen. Geh mal ich auf noch Turm. Einmal Schrott. Dann sehe ich, wo wir sind. Ja, ich bin immer noch nicht auf die Höhe von den Möwen. Ich dachte, wenn ich hoch genug baue, dann kann ich die irgendwann wegboxen. Ja. Gut, jetzt kann ich irgendwie sehen, wo der Loot jetzt immer alles ist, ja. Das ist super. In welche Richtung das ist. Nur kein Fallschaden von der Höhe. So, mein Gott, hier sind sechs verschiedene Sachen. Überall. Auf dem Radar. Überall um uns herum. Alles 1000 Meter entfernt. 1000 Meter? Wir gehen auf ein blaues Ding ganz langsam voran, aber es sind noch 1200 Meter. Kann auch ein bisschen dauern. Ich dachte, es wären noch 1000 Kilometer bis zum Meer. Wir sind doch beim Meer. Da. Jetzt weiß ich, warum ich immer einen Stapel Planken mitnehme. Ich nehme diesen Stapel Planken mit und dann irgendwann werde ich noch das Floß vergrößern. Mach das. Na, aber dafür brauche ich aber ganz schön viel Kunststoff. Na. Ich habe genug von euch! Euch bleibt endlich weg von unserem Essen! Ist. Moment mal! Perfekt! Die sind voll geglitscht, die sind gar nicht in den Netzen drin, die sind irgendwie voll daneben drin, ne, bei mir. Okay. Ja, hier sind die normal, aber auf der rechten Seite sind die irgendwie alle voll daneben. Ja, das habe ich gerade gesehen. So. So, weißt du, was ich jetzt mache? Was machst du? Pass auf. Erstmal gehe ich jetzt hier hin. Er geht da hin, ja. Und dann was? Da! Da! Damit die Vögel aufhören und ständig das Zeug zu klauen. Eine Vogelscheuche?
Zwei Stück habe ich da jetzt hingestellt. Halt die Vogel vor, die ganzen Vogelscheuchen können die kaputt picken, ey. Die wenigstens aufhören, an unsere Nahrung zu gehen. So, die Ernte steht wieder. Das Wasser wird befüllt. Wenn man unschwer hören kann. Muss ich, muss noch die Grills auffüllen. Mein Gott, ey. Es ist so viel zu tun. So. Das Erz wird geschmolzen. Da ist es gerade vor meiner Nase fertig geworden. Na! Und wieder Kunststoff, wie blöde. Ich sehe noch eine Insel, eine kleine. Boah, wir brauchen keine kleine, wir brauchen dicke. Wir brauchen aber hör mal, Insel. Die kleinen Inseln haben auch was Gutes. Weißt du was? Bäume. Das ist aber Zeitverschwendung immer. Aber Daniro, wir brauchen Bäume. Hier sind doch Bäume. Und wir brauchen Planken. Wir können noch mehr von diesen Dingern hier bauen. Noch gar nicht fertig. Wo sind sie denn hier? Hier Anbauflächen. Fortgeschissene große Anbaufläche. Nägel, Bolzen, Seile. Nägel haben wir ja. Ja. Nägel. Ein Bolzen. Oh, ich würde gerne am liebsten mein Inventar mal sortieren. Ein Bolzen. Nein, Seil kann ich mir so erstellen. Oh. Jetzt haben wir noch eine Anbaufläche. Nein, ich wollte die nicht. Ich wollte die nicht da reinpacken. So. Boom. Jetzt haben wir vier Bäume. Drei Bäume. Alter! What? Hier sind so viele Tiere und die können übrigens alle geschoren werden. Also gezeichnet. Mach die ans Werk. Was? Ah. 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 Die versuchen ja alle. Nein, hier geblieben. Hier geblieben, du Stück. Versuchen zu entkommen. Boah. Da liegen schnipp, übrigens schnipp. Zwei Eier. Schnipp, schnipp. Schnipp, schnipp. Geh aus dem Weg. Schnipp, danke. Schnipp. Schnipp, 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 schnipp. Komm, mach schnipp, schnipp. Da, alle geschert. Ey. So, was sind die Tiere nicht ankommen? Kunststoff. Und wann haben wir so viele Tiere? So. Außerdem ist nicht auch schon so langsam wieder eine Stunde vorbei. Ne. 43 Minuten haben wir. 43. Boah. Ja. So, du wirst gewässert. Und du wirst gewässert und du wirst gewässert. Fässer und Kisten. Nein. Komm zurück. Ich schaute ihn hinterher. Sind die Vogelscheuchen nicht ja. In der Nähe von dem Dingern da platziert werden? Ich glaube ja. Warte. Also nicht. Ich muss die X-Taste da. Ah, ich habe noch zwei Schilder. So, Moment. Okay. Ich stelle hier noch eine Vogelscheuche dazwischen hin. So. Wir haben keine Metallerze mehr, wir haben nur noch Metallbarren. So. Ich habe die Vogelscheuchen so dazwischen gestellt. Hält, die passen jetzt darauf auf. Ist gezeichnet. Und das Schöne daran ist, der Nero hat den Motivation gefunden. Naja, habe ich noch nicht. So. So. Jetzt geht's wieder los mit dem Lagern hier. Boah. So viel Kunststoff, so viel Planken.
Ich habe auch noch ein paar Planken. Noch ein bisschen Kunststoff. Warte mal, ab Kunststoff. Ich fange jetzt mal an. Dann so ein bisschen das Floß zu vergrößern. Macht das, wir haben genug. Meine linke Hand schläft schon wieder ein. Guck mal, ob wir auf den Kurs sind von diesem blauen Ding. Bockak! Magician Soretto, Bockak! Bockak! Okay. Because the only way to defeat hit a bullet is to burn it. Burn it. Stimmt. Oh mein Gott, das war wollte ich machen. Dann habe ich nicht mehr gedacht. Polnareff, we have to get out of here. No, I am French. We'll never surrender. Yes, and I'm Japanese, so I never flew over Pearl Harbor. Well, we gotta get the fuck out of here. Was nur so eine Frage. Wer von dieser lustigen Heldentruppe war denn für dich immer dein Favorit gewesen? Joseph. Joseph? Na klar. Mr. Joestar. Mr. Joestar. Natürlich, ja. Joseph war auch immer so ein richtig lustiger Kerl, aber auch Kakuin tatsächlich. So. Ja, meine linke Hand bitte aufhören eingeschlafen zu sein. Was zittert gerade deine Hand so ein bisschen? Ich bin die ganze Zeit eingeschlafen. Kann man diese Bauchpläne auch irgendwo an der Wand packen? Ja, ne? Das Wichtigste ist, wir können niemals den Motivationsspruch finden. Niemals. Muss ich mal aktiv auf die Suche machen. So, Rezept Gemüsesuppe. Ich tue mal einige Rezepte, die wir schon haben, hier wegschmeißen. Ja. Einfacher Smoothie, rote Melone und Gemüsesuppe, das haben wir alles schon, ne? Ja. Oh, hier ist so viel Loot! Loot! Freunde, sag ich dir, Loot! Rote Melone. Haben wir. Dann weg damit. Werde eins mit dem Meer. Dann einfacher Smoothie. Einfacher Smoothie haben wir auch. Haben wir zweimal Gemüsesuppe haben wir ja auch, ne? Ja. Obwohl. Kann ich auch dahin hängen, auch wenn wir das auswendig wissen. Man kann das ja auf der Rückseite auch noch hinhängen. Na, das ist ein Hai. Was? Erzähl kein Mist. Ich hab gerade ein Hai gesehen. Ich habe schon die ganze Zeit das Radio angehabt, aber irgendwie ist keine Musik hier. Ja. Das liegt daran, im Radio läuft wieder mal nur. Ey. Es gibt ja wirklich so Künstler da kannst du dich wirklich denken, so, wer hat das überhaupt los? Wer war der Meinung, dass das so eine gute Idee war? Ja, und ich habe einige davon. Und über die ich mich jedes Mal darüber aufregen kann. Jedes Mal! Juck. Aber zumindest habe ich gleich hier vorne zumindest hier die ganze Fläche vergrößert. Sehr gut. Aber so ein paar und fertig. So ein paar Dinge habe ich da repariert, ausgezeichnet. Guck mal, sieht da wieder schön aus. Möchtest du jetzt sehen, wo der Motivationsspruch hängt? Oder möchtest du dich selbst auf die Suche begeben? Ich suche mal. Habe ich doch gar nicht aktiv auf die Suche gemacht. So. Oh, ich merke, meine Schere ist schon wieder kaputt. Ich bin ja gerade zum Scheren reingekommen, aber irgendwie ist sie nicht mehr da. Ich glaube, die ist da draußen, oder? Was ist da oben lässt? Wo ist das denn platziert, mein Jüngen? Ist dir niemals verraten, wo ich den Motivationsspruch gegangen habe. Hm.
Außerdem, warum hängt da ein Schild? Ja, ich wollte irgendwo hin platzieren. Ich weiß nicht, wohin damit. Ist er auf mein, Turm? Wir nähern uns wieder was Blauem. Hoffentlich ist das was Gutes. Oh, ich kann diesen Spruch nicht dahin schreiben. Warum geht das nicht? Nicht? Ach Mann. Oh mein Gott, wie viel Loot kommt denn hier? Okay, wo ist dein Motivationsspruch? Das möchte ich nicht verraten. Such weiter. Irgendwann werde ich das doch vergessen haben. Okay, komm her. Warte. Achso, ja. Und ich bin mir ein paar Sachen gemacht. Das Ding ist, du warst einmal ganz in der Nähe gewesen. Wow. Yeah, yeah. Guck mal da. Oh. Raft, sweet raft. Motivation! Den hätte ich nie finden sollen. Der war jetzt nicht so versteckt, ehrlich gesagt. Ja! Ich meine, ich habe den nicht gefunden. Aber du hast ihn halt nicht gesehen. Hin und du bist schon einmal dran vorbeigelaufen. So. Was machst du denn da? Ich bin durch den Anker gefallen. Oh. Also mir wäre das natürlich nicht passiert. Ja, nicht letztens am Anfang des ersten Parts gerade passiert. Ist ja nur archiviert für die Nachwelt im Internet. Ja, da gibt's keinen Con auf meinem Kanal. Nein, ich war doch voll. Da kann man nur sagen. So, müssen wir eigentlich hier fast irgendwas sehen. Ich hoffe, das ist nicht was verschnamen. 500 Meter noch. Also wir müssen eigentlich irgendwas sehen, ja. Gleich. Was auch immer hier ist. Also halte die Augen offen nach vorne. Tiere haben ja gar kein Wasser hier. Und gar nichts zu fressen. Boah, hey, wir finden hier gerade so viel. Ja, ja. Da kommt der Hai. Meine Güte. Oho, Hallöchen, ihr seid zum Scheren. So, ja. Ja, also die Pizza, die ihr gleich essen werdet. Warte, wo? Und ja, ihr werdet sie essen. Sehr gut. Oh. Nein. Das war gleich 2 Minuten, nachdem der mich ausgelacht hat hier. Jetzt hau ich dir blitzartig was auf den blanken Hintern. Komm her, du. Direkt runtergefallen. Ich krieg dich. Boah, wie viele da sind. Oh, Schrott. Ausgezeichnet.
Nein, Bohrschrott, yes! So, 290 Meter noch. Dann haben wir wieder blau erreicht. 90 Meter bis zum Ziel. Ja. Das ohne Motor, ja. Ja, da hinten sehe ich was, glaube ich. Da habe ich schon so Umrisse gesehen. Was siehst du? Das ist eine Insel? Ich habe irgendwie Umrisse gerade gesehen, aber ich weiß nicht, was das ist. Warte mal, ich habe doch ein Fernglas irgendwo. Wo ist das nochmal? Gott, wo ist das? Nee, ach, das war, ach, das war. War keine Sauerstoffflasche, war ein Fernglas, was ich letztes gesehen habe. So. Oh ja. Was ist das? Was ist? Was ist ja, wer ich das? Ich sehe eine Insel. Ja. Ja, wäre das schon wieder was war schon an? Ich glaube, das sieht, ist das schon wieder das Schiff. Da kann unmöglich schon wieder das Schiff sein. Nein, bitte nicht. Wir müssen mal ein neues haben. Ja. So, was ist das? Also was auch immer es ist, wir fahren genau drauf zu. Hm. Ist das hier wieder so ein kleines Schiffchen hier? Ist das schon wieder diese Captain's Insel? Ich weiß nicht. Ja, das ist das Schiff. Jetzt sammeln wir haben schon wieder das Schiff gefunden. Das große Schiff. Boah. Wie ist das schon wieder passiert? Ich weiß es doch nicht. Wollen wir es wenigstens erkunden? Oh ja. Ich meine, da wird wahrscheinlich wieder genau das gleiche drin sein, ne? Aber hey, wir haben wieder ein Schiff gefunden. Das Schiff wahrscheinlich. Wahrscheinlich genau das gleiche, oder? Wow. Boah. War schon wieder ein Rezept für ein Dings hier. Ich weiß nicht, wie das hier funktioniert mit dem. Also ein okay, jetzt reicht's. Ich muss eine Batterie erstellen, weil unsere Presse ist voll. Ja. Machen wir dafür. Ich mache eben eine. Ich wollte auch gerade eine machen, aber irgendwie hatte ich nicht genug. Aber hey, wir haben ja noch nicht unter Wasser. Alles. Wir haben ja noch nicht unter Wasser erkundet bei dem Schiff letztens. Ja. Können wir jetzt nachholen. So, warte, Moment. Ich setze eben die Batterie ein. Oh, ich versuch, und es funktioniert, so. Also seid endlich. So, Alter, hier sind so viele Gegenstände. Noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und halt. Nein, weiter. So ein bisschen näher. Ja, kümmer du dich mal darum. Ich muss mich jetzt hier erstmal um mein Inventar kümmern. Und zack. Wenn ich einfach schon wieder abgefunden habe. Gibt's da einfach nicht mal. Irgendwo, wo der Hai am Knabbern ist. Kann gerade nicht gucken. Bin hier gerade sehr beschäftigt. Mach mal bitte. Dankeschön. Ja, schon weg. Dankeschön. So. Ich bin schon wieder voll überall. Hier haben wir noch ein bisschen Wolle. Wieder voll. Ist der Schrott. Wir machen Schrott. Nee. Oh, wir sind ja da. Hast du Anker schon geworfen? Na ja. Sehr gut. Ausgezeichnet. Ich gehe mal unter Wasser. So, dann schmeiße ich noch eben was auf den Grill. Ja, ich habe noch eine Kartoffel. Ich habe noch zwei Rüben. Dann sind wir schon fast bei einer Stunde. Aber. Mal kurz gucken, hier ist unten. Ja, perfekt. Ja. Dann erkunden wir halt beim nächsten Mal noch mal das Schiff. Ja, hier nennen wir Schiff Teil 2. Ja, wenn da wieder genau das gleiche ist, dann brauchen wir ja nicht. Aber ja, wenn es genau das gleiche ist, aber da ist ja Zeugs noch dann ja Free Loot und so weiter alles, ne? Mhm. Was da alles passiert ist.
Da haben wir ja irgendwie Schrott und Kunststoff und so weiter alles da gefunden, ne? Genau. Hier sind noch ein paar Bäume. Jetzt nehme ich mir noch ein bisschen Wasser mit. Mit. Warum kann ich jetzt nicht mit? Nee. Ja, wir müssen die ganzen Sachen wieder öffnen und so, ey. Boah. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Nochmal eine Bombe erstellen. Ich meine, ich habe kein Problem damit. Ich bin ja anerkannter Springmeister. Die blöden Viecher sind wahrscheinlich auch wieder da am Rumlaufen überall. Ich habe genügend Pfeile und auch noch einen funktionierenden Speer. Ja. Ich bin leicht in Position, weil letztes Mal mein Speer schon fast kaputt. Ich habe auch nur noch ein Metallpfeil. Müssen wir mir neue Pfeile machen. Wir werden von Schiffen angezogen. Ja, das Kapitänsschiff, das haben wir auch schon aufgefunden. Ja. Na gut, okay, aber was uns da auf diesem Schiff erwartet, das sehen wir, glaube ich, jetzt im nächsten Part, ne? Ja. Na, dann sag tschüss, dann Nero. Warte, ich bin ja noch kurz Schrott am Sammeln. Wollen wir den brauchen? Und dann gehe ich wieder nach oben. Hier ist kein Highberg, ich auch alle. Weil das voll chillig macht. Da ist noch eine Muschel. Hier, ich habe schon oben. Ich habe schon wieder Metall. Mechanisches Teil gefunden. Was? Wo bist du? Ja, unter Wasser. Ich dachte, du wärst schon auf dem Schiff. Komm wieder aufs Floß. Los, wir starten jetzt nicht auf dem Schiff. So nicht. Wo ist denn der Floß? Weil ich das sage. Wo ist denn der Floß? Da. Ich sehe den Turm. Ich möchte gerne auf unserem mobilen Festung starten. Du stehst noch nicht mal auf dem Fluss, du stehst auf dem Felsen. Ja und? Gehört fast dazu. Starten wir einfach hier beim nächsten Mal. Okay. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.